Die Heeresbergführer der deutschen Bundeswehr. Sie zählen zu den besten Eliteeinheiten im Hochgebirge weltweit. Um in diesen Gebieten überleben zu können, müssen sie eine der härtesten Ausbildungen der Bundeswehr bestehen. Temperaturen von minus 30 Grad, Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern und Gipfel bis zu 5000 Meter. Ich glaube, die sind froh, wenn es hier vorbei ist. Ich glaube nicht, dass die das super genießen können hier. In den nächsten 9 Monaten müssen diese Männer so viele Höhenmeter zurücklegen, als würden sie 10-mal den Mount Everest besteigen. Ihr Motto: zu jeder Jahreszeit, in jedem Gelände, in Fels, Eis und Schnee, in Frieden und Einsatz. Der Leitsatz ihres Handelns ist immer, vor sich selbst bestehen zu können. Doch um in diese Eliteeinheit aufgenommen zu werden, müssen die Soldaten noch einen anstrengenden Weg gehen. Mann! Durchkraft, Durchkraft. Versuch aufzustehen. Mein Fuß bitte. Hier beginnt der Weg für die Soldaten. Am Fuße der Alpen, im malerischen Mittenwald, liegt die Karwendel-Kaserne, das Zuhause der Heeresbergführer. Im Schatten der Berge wird in der Gebirgs- und Winterkampfschule die Eliteeinheit ausgebildet. Doch zuvor müssen sie einen knallharten Eignungstest bestehen. Ausbildungsleiter Oberstleutnant Grillhösel begrüßt die Soldaten. Richt euch! Augen gerade aus! Die Augen links! Herr Oberstleutnant, melde Hörsaal 1 mit 18 Mann angetreten. Jawohl. Guten Morgen, Hörsaal 1. Guten Morgen, Herr Oberstleutnant. Augen gerade aus, Hörsaal 1, rührt euch. Ausbilder, bitte austreten. So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zur Überprüfungswoche des HBF-Lehrganges im Mittenwald. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für diese Woche. In dieser Woche wird sich zeigen, ob Sie die nächsten 8 Monate mit uns gemeinsam die Heeresbergführerausbildung durchschreiten werden. Uns gemeinsam meine ich, und dazu möchte ich vorstellen, die Ausbilder. Das sind die Ausbilder Hauptfeldwebel Rauschenberger, Hauptfeldwebel Rieger und Hauptfeldwebel Schubert. Mit mir gemeinsam, wir sind das Kernausbilderteam der Heeresbergführerausbildung. 18 Soldaten wurden von ihren Einheiten vorgeschlagen, denn nur so kommt man zur Überprüfungswoche. Darunter nur eine weibliche Bewerberin. Einer von ihnen ist der 31 Jahre alte Hauptmann Jan Schumacher. Persönlich geht für mich ein Lebenstraum in Erfüllung, wenn ich den Heeresbergführer-Lehrgang bestehen würde. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei der Bundeswehr, arbeite schon länger mit Heeresbergführern zusammen und das Ziel habe ich mir vor Jahren gesteckt und da will ich natürlich auch irgendwann hinkommen. Doch die Bewerber müssen einiges mitbringen. Klettern ist ein Muss, Skifahren ist ein Muss, Kondition ist ein Muss, charakterliche Eignung ist ein Muss. Das muss mitgebracht werden. Gehen mit Steigeisen ist ein Muss. Wir sind kein Bergsteigerlehrgang, wir sind ein Heeresbergführerlehrgang. Wir bilden hier Bergführer aus und keine Bergsteiger. Bevor die ersten Prüfungen anstehen, erklärt Grillhösel den Bewerbern, wie die nächsten Tage aussehen werden. Und wir gehen jetzt mal durch die Überprüfungswoche, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Also wir werden überprüfen, das ist einmal die Kondition, es ist das Klettern und es ist die Skitechnik. Und die Überprüfung dauert bis Freitag. Auch Oberfeldwebel Slawomir Bloß ist dabei. Er ist 29 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Bergführerlehrgang ist kein Kaffeetrinkerlehrgang, sage ich mal. Da muss man schon eben Leistung bringen und Leistung zeigen. Sonst könnte es ja jeder machen.
Die Soldaten empfangen ihre Kletterausrüstung in der sogenannten Hochgebirgskammer. Also die Soldaten bekommen jetzt die Ausrüstung, damit sie die Überprüfung diese Woche absolvieren können und da im Endeffekt komplett ausgestattet ist jeder. Na, wir haben halt die Vorgabe, die müssen im Endeffekt die Überprüfung mit der dienstlichen Ausrüstung absolvieren, also können da nicht irgendwelche privaten Karabiner, Helme, Gurte oder sonstiges hernehmen, weil die Bundeswehr teilweise da höhere Sicherheitsanforderungen hat, als was zivil, sage ich mal, als Bergsportausrüstung verkauft wird. Also jeder kriegt jetzt im Endeffekt, sehen wir, jeder einen Helm, so ein bisschen Bandschlingenmaterial, einen Brustsitzgurt und einige Karabiner, um sich dann selbst zu sichern. Auch er will es in die Eliteeinheit schaffen. Hauptmann Peter Baumert, vor kurzem Vater geworden und gerade erst aus seinem Einsatz in Afghanistan zurück. In den Lehrgang aufgenommen zu werden und auch den Lehrgang zu bestehen, wäre für mich eigentlich der Zenit. Vorerst der Zenit meiner Karriere und Laufbahn, dass ich erstens überhaupt die Möglichkeit bekomme, weil als Offizier ist es relativ schwierig, erstmal die Chance zu bekommen, ein Jahr Abwesenheit. Und da geht natürlich ein Traum mit in Erfüllung. Die einzige weibliche Bewerberin ist Hauptfeldwebel Susanne Weigel. Sie hat viel für diese Überprüfungswoche investiert. Ich möchte von mir jetzt aus sagen, dass ich auch sportlich bin. Und der Gedanke eigentlich, auf diesen Lehrgang aufzugehen, der besteht ja nicht erst seit gestern. Das stimmt schon 3 Jahre. Und die Vorbereitung, jetzt mal den Auslandseinsatz noch mit rausgenommen, also sind schon 2,5 Jahre. Ob diese Vorbereitung reichen wird, um Heeresbergführer zu werden? Es funktioniert nicht, dass einer einen Heeresbergführerlehrgang macht, weil er das Abzeichen haben will und dann sagt, okay, das ziehe ich jetzt mal durch. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und ja, jetzt muss ich halt mal schauen, wie es so läuft. Das ist wirklich eine Herausforderung. Bevor es in die Berge gehen kann, geht es in nicht ganz so spektakuläres Terrain. In der Kletterhalle wollen die Ausbilder zuerst überprüfen, ob die Bewerber technisch gut genug sind, um dann in den Bergen wirklich bestehen zu können. Die Soldaten bereiten sich auf die erste strenge Prüfung vor. Die Aufregung ist zu spüren. Doch noch sind alle optimistisch. Ja gut, gerade heute, wenn so viele Beobachter da sind, ist man schon ein bisschen aufgeregt. Aber sonst in der Halle ist eigentlich so mehr so die Trainingssituation, wo man sich die Kraft anredet und Technik. Da ist man eigentlich eher so vor Unbekannten im Gelände so ein bisschen aufgeregt, weil man nicht weiß, wie die Route ist. Der Stabsfeldwebel Jens Wagner aus Mittenwald ist mit seinen 39 Jahren der erfahrenste Bewerber. Er war nordischer Kombinierer für das deutsche Olympiateam. Ich habe eigentlich schon sehr lange Interessen im alpinistischen Bereich. Ich tue Skifahren, Skitouren gehen, Klettern gehen. Irgendwann strebt man halt nach mehr, also nach mehr Perfektion, mehr Verantwortung oder mehr Wissen. Also ich bin da noch recht wissensdurstig und wollte, sagen wir, das Angenehme mit Nützlichen verbinden und Heeresbergführer werden. Ja, es ist ein Schmankerl und für mich, ich sehe das wirklich als, fast als Bonus oder als Zucker, wenn man das überhaupt machen darf. Man muss sich schon irgendwo vorher anbieten, dass man überhaupt mal in den Kreis der Auserwählten kommt, überhaupt auf diesen Lehrgang zu kommen. Und ich sehe das dann auch so mal noch als Belohnung obendrauf, wenn man das Ganze erleben darf. Ja, ich beginne jetzt hier mit einer kurzen Einweisung, so was wir als Standards jetzt für diese Woche haben wollen beim Klettern. Es geht um die Knoten, es geht dann später um Anseilen für morgen mit Doppelseil und wie der Ablauf morgen in den Routen ist. Alle hören aufmerksam dem Ausbilder Rauschenberger zu. Hier lernen sie, worauf in den nächsten Tagen zu achten ist. Gerade Sicherungstechniken haben höchste Priorität bei dem Kernausbilderteam. Wer das jetzt macht, beide Hände dann ans Bremsseil und die Seil hat ungefähr 15 Meter weniger. Der Chef ist Oberstleutnant Grillhösel, mit seinen 44 Jahren ein erfahrener Mann im Gebirge und bei der Bundeswehr. Meine Position gibt es genau einmal bei der Bundeswehr und es gibt, man kennt alle Leiter der Heeresbergführerausbildung, die das irgendwann mal gemacht haben. Und das ist eine Herausforderung. Und vor allem zwingt es einem auch, dass man selber auch fit bleibt. Ich könnte auch irgendwo in Köln oder in Bonn in einem Büro sitzen, ja. Aber ich mache lieber das,
Aber das ist schon so. Ich meine, die Lehrgangsteilnehmer sind Mitte 20 oder 30. Da habe ich schon ein paar Lenze mehr drauf. Aber noch habe ich sie im Griff. Ja, dann übergebe ich an den Chef. Der sagt nur kurz an, welche Routen jetzt geklettert werden. Zu mir, Herr Schaaf. Ich will nur haben, dass Sie zwei Routen klettern. Und zwar ist es, wenn Sie an die Wand schauen, Richtung, wie ich zeige, die orange Route, die über dieses kleine Dach geht. Genau da, wo der Abfeld Rauschenberger unten steht, nur die orangen Griffe. Und wenn wir ein Stück nach links gehen, diese rote Tour, die über das Dach geht bis ganz oben. Die beiden Touren will ich, dass sie klettern. Alle Bewerber werden in Zweierteams eingeteilt. Einer klettert, der andere sichert. Ein wichtiger Grundsatz, sowohl in der Halle als auch später im Gebirge. Stabsfeldwebel Weigel und Stabsfeldwebel Wagner sind ein Team und besprechen die Route. Ja, in erster Linie schauen wir jetzt mal, ob das von der Sicherheit her, vom Seilhandling und so alles passt bei den Leuten, die jetzt bei uns an dem Lehrgang bleiben wollen. Und in zweiter Linie geht es natürlich um die Klettertechnik. Und ich sage mal, wenn man sich das anschaut, sieht man selbst auch sehr große Unterschiede, als ob das einer halt richtig geschmeidig macht oder ob das eher so alles sehr ruckartig ausschaut mit sehr viel Krafteinsatz. Und da kann man halt auch hier in der Halle sehr gut erkennen, wer da schon Erfahrung hat und wer nicht. Bei Weigel wird schnell deutlich, dass sie Schwierigkeiten mit den vorgegebenen Routen hat. Die Ausbilder sind skeptisch. Der erste Fehlversuch. Ein Versuch noch und dann. Ja. Doch auch dieser geht schief. Weigel hat keine Kraft mehr und muss abbrechen. Die Enttäuschung ist ihr anzumerken. Ja, die Routen, die sind hier sehr lang geschraubt. Also das hat man oft auch in Kletterhallen. Die sind sehr auf Körperlänge geschraubt. Und wenn man dann natürlich ein bisschen klein ist, dann ist man schon auf Maximalausfuhr von allem. Und dann da irgendwas noch zu ziehen, muss auch ehrlich sagen, da fehlt mir die Kraft dazu. Die Männer machen das vorwiegend mit Kraft, die kriegen das dann auch hoch. Aber irgendwo ist da bei mir die Kraft dann irgendwann mal zu Ende. Weil man es doch halt versucht, dann mit Technik zu klettern. Aber das hat halt da auch nicht funktioniert. Na, alles recht ähnlich. Aber draußen in der Natur ist alles grundverschieden von der Technik her. Also manche Sachen, die gefallen einem gar nicht so von vornherein, irgendwie, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und manche Sachen gefallen einem gut. Und das ist wieder so eine subjektive Sache, was ist schwer, was ist leicht. Also ich glaube, draußen macht es noch viel mehr Spaß, weil dann die Variationen viel größer sind von der Technik her. Als nächstes ist Oberfeldwebel bloß an der Reihe. Ja, also die erste Woche ist definitiv Stress, weil man hat ja, also ich zum Beispiel, hat ein Jahr davor, hat dafür gearbeitet, um da reinzukommen. Und man möchte dann schon dabei bleiben, natürlich. Bloß geht ruhig und konzentriert an seine Route. Unter den strengen Blicken der Ausbilder legt er eine ordentliche Leistung hin. Seine Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Die anderen Bewerber müssen sich noch beweisen und zeigen, dass sie es auch können. Man muss natürlich sagen, dass viele Schwierigkeitsgrade von Halle zu Halle auch unterschieden werden. Ich sage, es gibt Hallen, da klettere ich eine 7, 7 plus und dann komme ich hier an und im selben Schwierigkeitsgrad sehe ich dann kein Land. Also da ist schon der Maßstab relativ unterschiedlich. Aber ich sag mal, alles, was wir jetzt hier als Vorgabe haben, das ist gut machbar. Und wenn man ein bisschen was macht, sollte für jeden drin sein. Die Routen sind nicht so lang, da kann man sich mal durchbeißen mit Kraft. Aber ja, es geht. Das sind eigentlich so die Trainingsrouten, was man so in der Halle so eigentlich ständig macht. Die Ausbilder schauen bei allen genau hin. Wenn hier Fehler auffallen, können sie noch korrigiert werden. In den Bergen ist das nicht immer möglich. Grillhösel und sein Ausbilderteam wirken recht zufrieden. Wenige sehr starke Bewerber, aber alle recht solide. Also
Insgesamt muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Natürlich ist die Aufregung oder die Spannung am Anfang groß. Man hat jahrelang hier drauf hingearbeitet und jetzt fällt so der erste Druck ab, wenn es funktioniert und man merkt, okay, das, was man trainiert hat, kommt jetzt an und es funktioniert auch. Es ist klar, dass die Touren über dem Niveau auch teilweise liegen. Das sind aber, wir sind auch in der Halle. Das hat nichts damit zu tun, was wir irgendwann später vielleicht in die Dolomiten klettern. Das soll uns einfach nur einen ersten Eindruck geben, wie sie sich bewegen, wie sie an Problemstellungen rangehen und wie sie bewusst oder nicht bewusst bestimmte Klettertechniken anwenden. Insgesamt kann ich nur sagen, der Eindruck war eigentlich schon sehr zufriedenstellend. Am nächsten Morgen geht es endlich in die Berge. Hier können und wollen sich die angehenden Elitesoldaten beweisen. Unter Führung der Ausbilder Rieger und Rauschenberger geht es in die fast 2000 Meter hohen Berge rund um Mittenwald. Das Karwendelgebirge. Allein der Aufstieg zur Prüfung über steiniges und steiles Gelände ist schon anstrengend und bringt die Soldaten ins Schwitzen. Das Wetter ist noch gut, kann aber sehr schnell umschlagen. Euer Aufenthaltsbereich mit den Rucksäcken von hier, von mir nach unten. Okay, da sucht sich jeder einen Platz, wo er einen Rucksack vernünftig hinlegen kann. Dann Wechselwäsche an. Sag ich mal, die oberste Schicht ist wieder hier. Entweder dünnste Herr Gore-Tex oder Feldhemd, dass wir da ein einheitliches Bild haben. Und dann sammeln wir nochmal hier vorne und machen genau einen Ablauf, wer die ersten Kletterer sind. Und dann habt ihr Zeit, eure Kletterausrüstung herrichten. Zeitansatz jetzt 3 Minuten, dass wir da vorne sammeln mit trockenen Klamotten. Die Anspannung der Soldaten ist deutlich zu spüren. Heute muss jeder von ihnen eine Top-Leistung bringen. Ausbilder Rauschenberger erklärt die Prüfung. Okay, wir machen das vom Ablauf so. An der unteren Kante hier, an der Mama-Kante, beginnt der Stabsfeld Wagner. Mittenwalder, der kennt das, kriegt vom Sepp nachher nochmal ins Topo, kannst nochmal reinschauen. Ziel ist bis an den zweiten Stand hoch, das ist quasi, wo der Pfeiler das erste Mal flach wird, links markant zur Latschenbusch, wo oben braun wird. Dort im Bereich wird er einen Ringhaken finden und mit seinem Kletterseil die Abseilpiste einrichten. Ziel ist, dass jeder Kletterer einmal eine mobile Sicherung legt, wo es einen Sinn macht für ihn oder wo er es vielleicht auch braucht. Die dann der nächste Vorsteiger im Endeffekt rausnimmt und irgendwo anders selber eine legt. Okay, der Sicherer geht gleich mit rüber und dann kann der dritte Mann gleich dafür sorgen, dass der da drüben am Wandfuß das zweite Seil herrichtet. Und dann haben wir nach dem ersten Kletterer quasi die Abseilpiste hergerichtet und ein Seil, mit dem immer vorgestiegen wird. Und dann dürfte es eigentlich klar sein. Ja, dann könnt ihr euch herrichten. Und wenn die fertig sind, können wir anfangen. Wolken ziehen auf. Die Bewerber werden heute unter schwierigen Bedingungen klettern müssen. Ja, im alpinen Klettern hier jetzt schauen wir im Endeffekt, dass er da sicher hochklettern kann. Und es ist halt nicht nur der sportliche Aspekt wie jetzt in der Halle gewesen gestern, sondern sage ich mal, da kommt die Erfahrung dazu, der Blick fürs Gelände, dass man die richtige Route auch findet, nicht mehr nur die bunten Griffe nach. Ja, also mir persönlich macht das alpine Klettern deutlich mehr Spaß wie in der Halle. Das ist natürlich auch aufgrund der Aussicht, wie wir hier sehen, das ganz anderes. Ja, ich bin aufgeregt, gerade weil es anfängt zu regnen. Ich glaube, wir müssen los, sonst wird es noch besser. Weil die anderen warten auch. Also dann bis später. Wagner ist ein sehr erfahrener Mann im Gebirge und weiß um die Gefahr, die Regen im Gebirge mit sich bringen kann. Konzentriert und achtsam klettert er Meter für Meter die steile Felswand hoch. Immer gesichert von seinem Kameraden Schumacher. Wagner klettert diese Prüfung souverän. Abseilen setzt eisiger Regen ein. Er hat es geschafft.
Ja, man muss schon gescheit schauen, dass man tritt. Also mit Kletterschuhen ist es schon ein Vorteil als mit. Auf der Route habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht mit nassem Fels. Da bin ich letztes Jahr mal gestürzt. Deswegen war es wieder so der Feuertaufe in der Route. Für die Nachfolge war es natürlich nicht leicht, da wird es immer nässer. Gell? Ja, das sind natürlich auch wieder Bedingungen, die es schwieriger machen, wenn der Fels jetzt ein bisschen feucht ist. Ja, man muss zuerst prüfen, ist Gestein fest, kann man sich überall festhalten. Wie kann ich die Route absichern? Solche Dinge kommen da dazu. Einer der Nachfolger ist sein Kamerad Schumacher. Ich kletter die Route heute zum ersten Mal. Deshalb muss ich mal schauen, wie sie ist. Durch das, dass sie jetzt ein bisschen feucht und nass ist, das ist natürlich was anderes. Aber müssen wir mal schauen, ob es geht oder nicht. Durch den Eisregen wird es nicht nur rutschig, sondern auch sehr kalt an den Händen. Die Bewerber haben ihre Schwierigkeiten mit den Bedingungen auf knapp 2000 Metern. Grillhösel sieht das jedoch anders. Ja, wir sind ja noch nicht mal in den richtigen Berg. Es kommt ja erst noch. Es ist ja... Handschuhe anziehen. Zum Klettern halt da nicht. Ist so. Muss man durch. Hilft alles nichts. Schumacher hat es hinter sich, hadert jedoch mit den Witterungsbedingungen. Natürlich aufgrund der Nässe ist es saukalt, friert an den Händen sehr stark, kann die Hände kaum noch bewegen. Aber sonst war es ganz okay. Nicht alle sehen das so. Wo wir hoch müssen, müssen wir hoch. Wenn wir einen Auftrag bekommen, dann müssen wir schauen, wie wir den umsetzen. Es gibt ja viele Sicherungsmöglichkeiten, die man sich da zunutze machen kann oder auch Methoden, das Ganze zu vereinfachen. Und wenn es dann immer weitergeht, dann bedienen wir uns der. Wetter ist top. Sag mal, es gibt kein schlechtes Wetter. So heißt es doch so schön. Als Nächste ist Hauptfeldwebel Weigel dran. Sie hat noch eine zusätzliche Motivation. Ihr Mann ist schon Heeresbergführer. Ja, das ist der Druck schon da. Er hat es geschafft, ich will es auch schaffen. Und er ist auch nicht unbedingt besser geklettert, aber er hat den Vorteil, er fährt halt wahnsinnig gut Ski. Weigel hat Probleme, die steile Wand zu bewältigen. Ob das zur Aufnahme in den Lehrgang reichen wird? Die Ausbilder sind skeptisch. Keine groben Fehler, aber das Niveau ist nicht sehr hoch. Naja, ich glaube, dass die Verhältnisse von heute schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Sieht man schon relativ deutlich. Sehr durchwachsen alles. Aber Bergführerwetter halt, gell? Das Seil ist nass, das hält nichts. Die Griffe, die sind teilweise so schmierig da oben. Also es gibt schöneres Wetter zum Klettern. Aber es gehört dazu. Die anderen Bewerber warten noch auf ihre Prüfung. Bloß ist jetzt an der Reihe. Die Warterei ist schon nervig, vor allem bei dem Wetter. Es scheint einmal die Sonne. Dann regnet es wieder. Er hat zumindest Glück mit dem Wetter. Für ihn gilt es zu beweisen, dass er auch in alpinem Gelände sicher unterwegs sein kann. Er hat nicht die Klettererfahrung wie Wagner oder Baumert. Doch er ist ehrgeizig und schlägt sich bisher gut. Die Ausbilder haben genug gesehen. Die Bewerber haben gemischte Gefühle. Also bei den widrigen Verhältnissen haben wir ja gesehen, nass. Relativ kühle Temperaturen haben eigentlich, die Masse hat sich gut geschlagen. Bei einigen hat man dann deutlich gesehen, dass die widrigen Umstände dann auch das schwieriger machen. So, also die Tour an sich, also die war ganz schön. Ich muss sagen, die war deutlich schöner als die linke Tour, die ich am Anfang gemacht habe. Weil dort drüben habe ich eine wahnsinnige Seilreibung gehabt und die lief locker flockig von der Hand. Also bin sehr zufrieden. In den meisten Fällen geht man sonst bei Schwimmwetter klettern. Selten bei Regen und der noch so kalt ist. Also das war schon zum Teil sehr anstrengend, weil wir da extrem kalte Finger auch bekommen haben und mitten in Regenschauern geklettert sind, wo dann auch sagen wir, der Grip nicht mehr da ist an Händen, an Füßen. Und da war es dann schon eigentlich anspruchsvoller, als man sich das vorher ausgerechnet hat. Ja, der Chef. Passt schon. Ich glaube, dass die Auswertung ganz interessant wird von diesen beiden Touren heute.
kriegen wir schon hin. Schauen wir mal. Der Überprüfungstag im Felsklettern neigt sich dem Ende. Wie werden die Ausbilder bewerten? Die meisten sind sich unsicher. Erfahren werden sie es erst am Ende der Woche. 6 Uhr morgens am nächsten Tag. Die Skiüberprüfung steht heute auf dem Plan. Heute Abend werden einige Soldaten nicht mehr so fröhlich sein. Morgen, Hörsaal 1. Morgen, Obersoldat. Gerade aus, Hörsaal 1, rührt euch. Zweiter Überprüfungstag, Skifahren. Wir verlegen jetzt rein ins Stubaital, Fahrzeit ca. 60 bis 75 Minuten. Wir werden da einen Gletscher raufgehen, 8 Uhr macht er auf. Okay, gut, aufsitzen. Ja, heute Skifahren, die Disziplin, die mir nicht jetzt so liegt. Ja, aber ich bin guter Dinge, also ich denke, das wird alles passen. Klar, die Aufregung ist natürlich da. Angekommen auf dem Stubaier Gletscher. Die Soldaten sind nervös. Die Bedingungen sind schwierig. Bevor es losgehen kann, müssen alle Bewerber mit sogenannten lawinenverschütteten Suchgeräten ausgestattet werden. Diese können im Ernstfall ihr Leben retten. Es herrscht Lawinengefahr. Nach einer kurzen Einfahrphase erklärt Ausbilder Grillhösel, was er heute erwartet. Also, wir sind jetzt am Stubaier Gletscher hier in Österreich angekommen. Nach der Einfahrstation werden wir jetzt beginnen mit der ersten Prüfungsfahrt. Generell wollen wir heute sehen den variablen Skilauf. Wir beginnen jetzt auf der Piste. Das ist mittelsteiles Gelände, sehr gut präparierte Piste. Die Aufgabe wird sein, dass wir mittlere und große Radien, Schwungsteuerung, höchste Schwungqualität, das heißt, der Schwung muss auf der Kante gezogen werden, zu Neudeutsch Karfen. Ein bisschen mulmiger ist mir jetzt als beim Klettern. Beim Klettern habe ich mich sehr wohl gefühlt. Jetzt beim Skifahren ist ein bisschen Unsicherheitsfaktor, wenn man die Anforderungen nicht kennt und ein bisschen flauzer mag. Angekommen, Stubaier Gletscher, eingefahren sind sie. Wir beginnen mit der ersten Prüfungsaufgabe. Mittelsteiles Gelände auf der Piste. Wir wollen sehen, mittlere Radien bis große Radien. Es kann losgehen. Baumert muss als Erster ran. Die Pistenabfahrt ist kein Problem für ihn. Auch für Wagner, einer der besten Skifahrer unter den Bewerbern, eine Leichtigkeit. Bei Bloß sieht man schon deutlicher die Defizite. Weigel hat große Probleme schon im leichten Gelände. Schumacher gibt alles. Es wird knallhart benotet. Jede schlechte Note kann das ausbedeuten. Die Ausbilder sind unzufrieden. Weil da sind auf alle Fälle 2 bis 3 dabei, die wir definitiv nicht mitnehmen können. Weil das eine Gefährdung ist, wenn wir mit den Skien unterwegs sind, im absturzgefährdeten Gelände, das funktioniert nicht. Okay, zu der ersten Fahrt. Gut war einmal, dass keiner geschmissen hat. War schon mal sehr gut. Schlecht war, was das mir halt auch ein bisschen schauen ist, das Gesamtbild. Dass das mit dem Schuh und mit dem Ski nach dem Winter, wenn man längere Zeit nicht gefahren ist, nicht ganz einfach ist, das ist uns auch klar. Ja? Aber da einfach versuchen, dass schon mal von vornherein die Position stimmt. Ja? Dass ich nicht irgendwie so daherkomme, weil das kann nicht funktionieren. Dementsprechend kommt dann auch das Ergebnis raus, was wir gesehen haben. Wir gehen jetzt rüber ins Gelände und jetzt gehen wir mal von diesem Pistengelände weg und gehen ins Bergführergelände. Unverspurt, abseits, steil. Die Teilnehmer müssen mit fast 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken steile Hänge mit 40 Grad Neigung bewältigen. Diese Verhältnisse mit schwerem Neuschnee und vereisten Pisten sind selbst für gute Skifahrer eine Herausforderung. Ja, ich denke, die Schwierigkeit bei allen, auch bei mir, ist, dass man, wenn man privat Ski fährt, relativ selten so einen schweren Rucksack hat. Wenn man hat seine Wechselwäsche, ein bisschen Essen, Trinken dabei. Keiner fährt mit dem Bergseil Ski. Die Soldaten haben große Probleme. Kaum einer schafft es, sauber den Hang runterzukommen.
Bei dem erfahrensten Fahrer, Stabsfeld Wagner, kommt es sogar zum Sturz. Ob das reichen wird, um in den Lehrgang aufgenommen zu werden? Ja, der Sturz wird mich vielleicht schon ein paar Punkte kosten, glaube ich. Weil wahrscheinlich eher die Herangehensweise oder was vor dem Sturz passiert ist, da bewertet wird. Weil ich in so mal, den Hang dann aufgrund, dass vorher so gut gelaufen ist, ein bisschen so zu motiviert reingefahren bin. Und da hat es mir halt dann auch die Bindung ausgelöst, weil die zu viel Kraft auf den Ski gebracht haben, was dann zwangsläufig im Sturz geendet hat. Aber ich hoffe, wenn man die Gesamtleistung sieht, dass es nicht allzu viele Minuspunkte gibt. Auch bei den anderen Teilnehmern kommt es zu Stürzen. Weigel tut sich extrem schwer bei diesen Bedingungen. Sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Das wird Ausbilder Grillhösel nicht gefallen. Enttäuschend. Der Eindruck der ersten Prüfungsfahrt hat sich ein bisschen durchgezogen, vor allem bei den anspruchsvollen Geländefahrten, dass das schon relativ enttäuschend ist, die skifahrerische Leistung, die da gezeigt wurde. Die zweite Abfahrt, das freie Gelände, das war wahnsinnig schwer. Wir haben die Oberschenkel gepumpt, sodass ich dann gar nicht mehr drauf stehen konnte. Und vom Schnee her auch sehr schwer. Durch die Fahrspuren oder Furchen, die da drin waren, habe ich den Ski gar nicht gescheit umgekriegt. Also ich fand es verdammt schwer. Es steht noch eine Prüfung an, sprich die Konditionsüberprüfung. Aber sicher ist, dass nicht alle durchkommen. Das ist ganz sicher. Ja, man ist ja geneigt, immer dazu beim Skifahren einmal die schönen Sachen zu fahren. Und das Schwere dann eigentlich das ganze Jahr nicht. Und wenn sie dann wirklich dann gerade zur Prüfung dann auf einen zukommen und trifft dann, glaube ich, dann voll die Härte. Sag ich mal, das ist schwierig zu sagen. Ja. Na, ich glaube, die Stimmung war halt schon sehr gedrückt nach dem Skifahren. Jetzt fahren wir heim. Haben wir einen Deckel drauf für heute. Morgen geht's weiter. Ein enttäuschender Tag für die Ausbilder und Bewerber. Der dritte und letzte Überprüfungstag. Die Ausbilder gönnen den Soldaten keine Pause. Der Konditionslauf steht an. Mit Kampfstiefeln und 15 Kilo Gepäck müssen die Soldaten den Berg rauf. Normale Bergwanderer brauchen hierfür 2,5 Stunden. So viel Zeit bekommen sie von Grillhösel nicht. Letzter Teil der Überprüfungswoche, Konditionstest, rauf auf die Dampkerhütte, über 700 Höhenmeter, ca. 6 Kilometer, unter einer Stunde, das heißt 59 Minuten, 59 Sekunden, dann ist er auf dem Kurs. Ist er eine Sekunde zu langsam, sprich 60.00, dann geht er nach Hause. Egal, wie die Kletterüberprüfung war, egal, wie die Skiüberprüfung war. Diese konditionellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Grundvoraussetzung für einen zukünftigen Bergführer. Wenn Sie dann noch mal hier anschauen, ziehen dann die Forststraße entlang Richtung Süden und gehen dann auf den blauen Weg rein, Richtung Furt, unter die Kälberalm, Bankerl und dann hoch zur Dampkerhütte. Ja, das sind 750 Höhenmeter circa. Ja, 6 Kilometer. Und ja, Zeit eine Stunde ist ja jedem bekannt. Braucht dann keiner rumjammern, warum das jetzt durchgefallen ist. Dann muss jeder die Frage stellen, warum er nicht unter einer Stunde geblieben ist. Ja, am meisten freue ich mich eigentlich auf den Konditionslauf, weil ich den am lockersten angehen kann, weil ich da, denke ich, meine Stärken habe. Die Bewerber sind angespannt. Jetzt sind sie gefordert. Wagner weiß, worum es geht. Lang trainiert dafür. Das ist eigentlich nur Abrufen und Leistungsanstrengend, war eigentlich die Vorbereitung auf den Tag heute. Und gut, wenn wir Richtzeiten halten, dann weiß ich, ob es oben passt. Also normal soll es gut gehen. Das ist halt eine Dreiviertelstunde Gas geben und anstrengen. 4, 3, 2, 1, ab! Ein Rennen gegen die erbarmungslos laufende Uhr und vor allem gegen den eigenen Körper. Dieser Lauf bringt alle Soldaten an ihre körperlichen Grenzen. Der Wille entscheidet hier. Und wieder mal schlechtes Wetter. Schumacher macht Dampf. Der 31-Jährige ist topfit.
Bloß hat sich an seine Fersen gehängt. Wagner ist ein paar Minuten dahinter. Die Uhr läuft jetzt seit genau 41 Minuten. In der Geschichte dieser Überprüfung ist die beste Zeit 38 Minuten. Baumert verliert an Tempo. Wird sein Körper durchhalten? Er muss alles geben. Viel Zeit hat er nicht mehr. Die ersten Soldaten müssen kurz verschnaufen. Mit Pausen schafft man es nicht in 60 Minuten. 48, 55. Schumacher und Bloß sind schnell unterwegs. Sie haben es gleich geschafft. Die letzten Meter sind purer Wille. Schumacher, auf geht's, Endspurt. Kämpft schon mal. Schumacher schafft es als Erster ins Ziel. Bloß folgt direkt hinter ihm als Zweiter. Ja, es ist wie immer eine Quälerei hier hoch. Aber ich denke, mit einer guten Zeit knapp um die 50, vielleicht auch knapp unter 50, sind wir gut mit dabei. Aber es ist immer wieder eine Quälerei. Aber die Zeit passt und ich bin zufrieden. Wagner mit seinen 39 Jahren läuft eine gute Zeit. Besser als im Training. Man merkt schon, wenn man mit mehreren Leuten läuft, ist die Motivation noch größer. Ja, wir haben jetzt 53 Minuten und haben quasi nur 7 Minuten Zeit für die Letzten. Baumert schleppt sich mit letzter Kraft ins Ziel. Die 700 Höhenmeter haben ihm alles abverlangt. Völlig ausgepowert schafft er es innerhalb der Zeitvorgabe. Bestanden. Das ist das Wichtigste. Alles gut. Das war's. Zeit passt. Man muss nicht immer Erster sein. Bei Weigel haben sich schon früh Erschöpfungsanzeichen gezeigt. Sie ist völlig am Ende. Die Zeit läuft gegen sie. Nur noch wenige Sekunden und sie hat nicht bestanden. Also die Zeit ist jetzt um. Eine Teilnehmerin geht uns noch ab. Und das Ergebnis weiß sie dann im Endeffekt eh schon selbst, dass es dann nicht reicht. Weigel hat es nicht geschafft. Monate harter Arbeit, völlig umsonst. Sie wird es, egal wie die restlichen Überprüfungen waren, nicht in den Lehrgang schaffen. Die Kameraden fühlen mit ihr. Was passiert ist, kann man leider nicht sagen. Es ist schade, weil es jeder verdient hat. Aber manchmal reicht es halt einfach nicht. Witzig beschissen, tut alles weh. Nix, meine Beine total zugemacht. Hoch zu. Ging auch überhaupt nicht mehr schneller. Rücken tat weh, das kenne ich überhaupt nicht. Was wahrscheinlich der Druck, den man dann sich zusätzlich noch macht. Und außerdem habe ich eben ein bisschen abgehakt nach dem gestrigen Tag vom Skifahren her. Das kommt vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Das ist aus meiner Sicht die leichteste Prüfung. Das ist die Pflicht, das ist die Fleißaufgabe, die man in der Vorbereitung macht. Jeder kann sich konditionell so weit vorbereiten, fast jeder, dass er diese Strecke unter 60 Minuten schafft. Das ist eine Fleißarbeit. Ja, ich sag mal so, die absoluten Spitzenzeiten haben wir nicht. Aber wie gesagt, die sind alle im Limit. Spitzenzeiten gehen ab, aber bis auf eine, alle geschafft. Der Lehrgang hört mal kurz her. Wir haben es 9 Uhr und 4 Minuten. Damka-Hütte. Erstmal Gratulation an alle, die sich der Herausforderung der Überprüfung zum Heeresbergführer gestellt haben. Hier Gratulation an alle. Gratulation für die Leistungen, die gezeigt wurden. Auch hier heute zum Abschluss der Konditionstest. Trockenlegen, trinken, auslüften. Wir rücken hier ab um 10.30 Uhr. Okay, auf geht's.
In der Karwendel-Kaserne endet die Überprüfungswoche mit der Bekanntgabe der Noten. Augen geradeaus, Lehrgang rührt euch. So, die Auswertung der gezeigten Leistungen ist hiermit abgeschlossen. Wir haben die Listen alle fertig gemacht. Jetzt geht es darum, dass ich Ihnen die Leistungen eröffne. Mensch, Frau Weigel. Ja. Also Kondition, brauchen wir nicht reden, sind Sie selber schuld. Das ist fast 4 Minuten drüber. Beim Klettern hat es auch nicht so richtig gepfunzt. Da hat es einmal eine 4 gegeben, einmal eine 5. Dreimal die 5 geschossen beim Skifahren. Mhm. Also es war insgesamt keine knappe Entscheidung, weil insgesamt war quasi weder Klettern noch Ski noch Kondition erfüllt. Also somit ist es insgesamt keine knappe Entscheidung, sondern eine ganz klare Entscheidung. Aber ich werde es mit Sicherheit auch nicht das zweite Mal versuchen. Also so einmal und nochmal nicht. Weil auch vom Alter her, sage ich dann irgendwann mal, dann mal Schluss. Hat Bloß es im Gegensatz zu Weigel geschafft? Kondition war gut, top. Also, herzlich willkommen am Lehrgang. Nehmen Sie den Hinweis mit dem Skifahren ernst. Und wir hoffen, dass das im alpinen Gelände, da wo sich der Bergführer bewegt, dann auch läuft. Dranbleiben. Ja, natürlich bin ich in erster Linie erleichtert, dass ich diesen Aufnahmetest bestanden habe. Und so kann ich jetzt entspannt in den Lehrgang starten. So, Hauptmann Baumert. Ja, brauchen wir nicht lange rumreden. Herzlich willkommen am Lehrgang. Ja. Sie haben sogar eine 1 bekommen in einer Klettertour. Ehrlich? Und das vom Rauschenberger. Das ist nicht ganz so leicht. Das war jetzt nur die Eintrittskarte. Der Lehrgang beginnt jetzt quasi erst, noch ein weiter Weg vor uns und kann viel passieren. Aber jetzt ist erstmal der Grundpfeiler gelegt und darüber bin ich sehr froh. Hinsetzen. Das wird überprüft. Ja, jetzt brauchen wir nicht lange rum überlegen, gell? Passt. Herzlich willkommen am Lehrgang. Ja, ich bin zufrieden mit dem Tag heute. Zumindest die Konditionsprüfung war gut. Und die Auswertung hat ergeben, dass ich bleiben darf. Und ja, ich freue mich. So, nehmen Sie deinen Platz bitte. Was haben Sie für Gefühle, Schumacher? Gemischte Gefühle. Gemischte? Schumacher. Also, erstmal herzlich willkommen beim Lehrgang. Aber mit dem Skifahren, gell? Da muss was passieren, weil sonst wird das böse im Winter. Im Bereich des Skifahren war nicht ganz mein bester Tag, aber es hat dennoch gereicht. Und jetzt bin ich froh und glücklich, dass es nächste Woche mit dem Lehrgang richtig losgehen kann. Ja, Abschlussfazit, anstrengende Woche, aufregende Woche. Nicht nur für die Lehrgangsteilnehmer, auch für das Kernausbilderteam. 18 Mann sind angetreten, mit 11 Mann gehen wir jetzt in den Lehrgang. Es geht nächste Woche Dienstag los, Mitteleuropa-Reise. Dann schauen wir mal, wie viel überbleiben. Nächstes Jahr im April zur Ernennung. Ich hoffe alle. Die Reise durch Mitteleuropa beginnt. In der fränkischen Schweiz, einem der anspruchsvollsten Sportklettergebiete Europas, gilt es, die Teilnehmer fit zu machen. So wird die nächsten 8 Monate der Alltag für die Soldaten aussehen. Auf engstem Raum untergebracht, nur mit dem Nötigsten ausgestattet und immer zum Abmarsch bereit sein. Ein Leben am Limit auf 2 Quadratmetern. Die Ausbilder werden die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen. Das Wichtigste ist Ziel beim Klettern. Wir haben nur eine Toilette hier. Und wir haben jeden Morgen Stau auf unserer Toilette. Deswegen bleibt für den einen oder anderen keine Zeit mehr hier, sich zu erleichtern. Die erste Ausbildungswoche beginnt. Die Ausbilder werden viel fordern. Und das Ziel soll sein, eine Rotpunktdurchsteigung dieser Route. Rotpunkt heißt, ich darf vorher üben, ich muss aber die Route durchsteigen, ohne dass ich raste oder ohne dass ich in die Karabiner, in die Expressschlingen zur Fortbewegung reinlange. Bloß und seine Kameraden wollen ihr Bestes zeigen und haben anspruchsvolle Routen gewählt.
Unter dem strengen Blick von Grillhösel dürfen sie keine Fehler machen, denn jeder Fehler kostet viel Kraft. Doch Baumert hat Schwierigkeiten. Hat er sich überschätzt? Oh. Ja, nein, du musst halt jetzt einmal ein bisschen Entschlusskraft. Das ist für die crazy Ausnahme. Wenn Faktor Rest passt, reingehen und Gas geben. Das ist halt schwer einzuschätzen. Wie gesagt, die Arme sind halt gut vorbelastet, ne, durch die letzten Tage. Ich würde es halt gerne noch ein oder zweimal probieren, aber dann ist quasi der Akku alle. Wagner gibt alles. Aber auch er hat eine sehr anspruchsvolle Route gewählt. Mit wenigen Fingern muss er sich in der Wand halten. Lange schafft er das nicht mehr. Oh, fuck. Ich habe mir vorgenommen, halt eine 7er durchzusteigen. Das hat halt gar nicht geklappt, weil ich ja, gleich zum Anfang ein bisschen kraftmäßig sehr ausgepowert habe. Und dann hat es oben dann mit schwindender Kraft dann die Technik dann nachgelassen. Wagner wollte zu viel. Ein bisschen enttäuscht. War nicht so das, was wir können. Muss alles zusammenpassen, Kopf und der Körper. Ich glaube, dass taktisch gesehen ein paar zu hoch gegriffen haben mit der Routenwahl und zu schwer eingestiegen sind. Auch die anderen schaffen ihr gewähltes Ziel nicht. Die Ausbilder werden nicht zufrieden sein. Was ist denn jetzt, Mann? Schumacher gibt alles. Eine Tour im 7. Schwierigkeitsgrad verlangt ihm alles ab. Er muss die letzten Kraftreserven mobilisieren. Höchstbelastung für Finger und Arme. Die richtige Klettertechnik ist entscheidend. Oh Mann! Eine erste Kostprobe seines Temperaments. Die Ausbilder haben noch viel Arbeit vor sich. Es wird viel zu viel aus den Armen geklettert. Und bei solch kleingriffigen Touren im 7., 8. Grad ist das dann eben tödlich. Man ist ein bisschen gedrückter geworden, die Stimmung. Also, ja, jetzt sind sie einige ein bisschen enttäuscht, aber ich denke, morgen greifen wir wieder an. Es müssen einige schon noch was tun, dass sie den Lehrgang dann bestehen könnten am Ende.